Das ist ein Koffer. Das möchte ich mal sehen, wie wir den ins Boot kriegen. Was für eine geile Stelle. Da kommt er. Dass dieses Revier ein ganz besonderes ist, merken wir schnell. Der Tanafjord in Nordnorwegen. Wir machen Station im kleinen Örtchen Skjørnes. Eine weitere Perle im Programm von Angelreisen Hamburg, hier im hohen Norden. Aber von vorn. Mit dem Flugzeug geht es von Hamburg aus 2000 Kilometer nordwärts über Oslo nach Alta. Extrem vorteilhaft, beim Packen könnt ihr die Waage fast links liegen lassen. 2x23 Kilo sind drin, plus Handgepäck, versteht sich. Das sollte selbst für die schwere Norwegen-Angelei reichen. Jo, wir haben unseren Mietwagen in Empfang genommen. Wir buchen den für unsere Kunden, wenn sie es wünschen, gerne mit. Das ist ganz problemlos. Man landet, schnappt sich die Sachen, das Anglergepäck und die Koffer vom Gepäckband und holt sich den Mietwagen, lädt sein Angelgepäck ein und dann startet man zum Angelziel. Und wir kommen hier bestens klar. Wir haben jetzt so ein SUV, so einen ganz kleinen Geländewagen. Wir sind zu dritt. Hier unser Angelgerät haben wir mit drin und das passt bestens. Fahrzeit zum Ziel, gut 5 Stunden, je nachdem, was so dazwischen kommt. Neben Elchen müsst ihr hier jederzeit mit Rentieren und vor allem auch mit Schafen rechnen. Ja, hast du nix, ne? Ich würde sagen, dann warten wir halt so lange. Ja. Geh weg. Oder auch nicht. Weiter geht's. Unser Apartment liegt eingebettet in wilde arktische Natur an einem Hang mit traumhaftem Blick auf den Fjord. Die Wohnung ist 110 Quadratmeter groß und ausgelegt für 6 Personen. Auch wenn ihr hier fast am Ende der Welt seid, kostenloses WLAN ist vorhanden, genauso eine ausreichend große Gefriertruhe. Ihr habt hier zwei Kajütboote zur Verfügung, einmal ein Uttern mit 60 PS und eine Arvor mit 100 PS. Wir schnappen uns jetzt die Arvor. Die Bedingungen heute sind top, 20 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel, 2 Windstärken ungefähr. Und jetzt wollen wir mal schauen, was geht. Abgesehen haben wir es ganz besonders auf Heilbutte. Bei gerade mal 2 Tagen Zeit ein großer Vorteil, dass die Wege zu den entsprechenden Spots hier relativ kurz sind. Gleichzeitig spart Sprit. Die ersten Heilbutt-Plateaus sind so ungefähr 4-5 Minuten mit der Arvor hier entfernt und wir schauen jetzt einfach mal, was uns erwartet und versuchen jetzt erstmal euch einen schönen Flachmann vor die Linse zu kriegen. Ja, wir haben jetzt, sind jetzt einen Tag nach dem Vollmond. Wir haben einen Tidenhub von rund 3 Metern, das ist echt super. Haben eine gute Strömung. Eigentlich ist das Top-Bedingung für Heilbutt. Wollen wir jetzt mal schauen. Wir haben auch Glück, dass das Hochwasser haben wir, ich glaube, halb 6. Das passt ganz gut in unseren Angeltag rein. Müssen wir nicht in der Nacht angeln, wollen wir mal schauen. Wir fischen hier ungefähr 500 Gramm schwere Köpfe mit relativ großen Gummifischen und halt Stingern. Wir haben beide so 20 bis 30 Lipsruten mit relativ weicher Spitze, mit der Heilbutt sie nicht losschütteln kann, und halt unterschiedliche Multirollen mit so circa 25er geflochtener Schnur. Ja, wir haben jetzt eben gerade mal so eine ganz interessante Nase angesteuert. 24 Meter Wassertiefe hatten wir da und dann hat es gerappelt. Holger und ich beide Doppelbiss. Oh, ich sehe gerade, bei Holger kommt gerade schon ein schöner Dorsch auf. Ja. Super. Klasse Fisch. Das ist dann wohl auch die Durchschnittsgröße, von der unser Vermieter sprach. Er sagte so Dorsche zwischen 3 und 5 Kilo. Immer möglich, nach oben natürlich alles offen. Das ist ein fantastischer Küchendorsch. Klasse.
An Patricks Gummifisch hängt ein dicker, fetter Lump. Und auch David ist am Drillen. An diesem Spot stehen wir wirklich mitten im Fisch. Bei ihm ist es wieder ein Dorsch. Und wenn man jetzt dem Fisch immer ins Maul schaut, dann sieht man, dass er sich mit meinem Pilker hier erst das zweite Frühstück genehmigt hatte. Da ist nämlich noch ein schöner Hering drin. Also die sind hungrig heute. Gut für uns. Trotzdem wechseln wir die Stelle, auf der Suche nach den Flachmännern. Einige Tipps haben wir von unserem Vermieter bekommen und auch am nächsten Spot rappelt es umgehend. Und jetzt ist eben gerade auch ein besserer Fisch eingestiegen, hat gleich eine nette Flucht gemacht. Aber wollen wir mal schauen. Ich bin nicht sicher, ob es ein Heilboot ist, aber das werden wir sicherlich gleich sehen. Da müsste er gleich kommen. Na, der hatte seinen ersten Run, hat er so mit ungefähr 20 Metern gemacht. Hat er 20 Meter Schnur von der Rolle gezogen. Und jetzt kommt er. Und was haben wir da? Es ist ein Dorsch. Dorsch! Ah, da ist der Kollege. Richtig schöner Dorsch, ja? Nach einer kleinen Ruhephase ist das mal wieder schön, einen guten Fisch zu drillen, ne? Richtig. Dankeschön. Aber eigentlich egal, was es für ein Fisch ist, also das Schöne ist hier, dass wir eigentlich fast direkt vor der Haustür angeln. Also die erste Stelle, die wir angefahren haben, 5 Minuten vielleicht, wenn überhaupt. Also das ist echt sehr, sehr komfortabel. Bei dem Wetter auch noch, ne? Wirklich eine traumhafte Angelei. Das ist mal ein schöner Dorsch. Klasse Fisch. Wieder so ein guter, ne? Echt toll. Wunderschön. So, ich wollte mir jetzt hier gerade einen Köderfisch fangen. Das ist so ein bisschen in die Hose gegangen, aber in positiver Art und Weise. Weil jetzt hatte ich hier gerade einen richtig heftigen Einschlag. Der hat erstmal so 20, 25 Meter Schnur genommen, bis ich den mal stoppen konnte. Und jetzt gucken wir mal, was hier gleich an die Oberfläche hoffentlich kommt. Auf alle Fälle ist die Route mächtig krumm. Wir sind gespannt, was wir gleich sehen werden. Ui. So, Beifang beim Heilboot angeht. Schöner Beifang. Ein beeindruckender Beifang, aber noch beeindruckender ist das. Was ein Spektakel. Also was ihr hinter uns gerade sehen könnt, das haben wir auch selber noch nie gesehen. Aus dem Nichts sind auf einmal die Möwen durchgedreht. Wir drehen uns um. Die kleinen Seelachse springen hier aus dem Wasser in großen Massen. Und wir sehen, wie unterm Boot die großen Köhler von da hochkommen und die kleinen hochjagen. Also das ist echt krass. Und schnipp, als hätte sich ein Schalter umgelegt. Nach ein paar Sekunden ist der Spuk schon wieder vorbei. Hammer. Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, das gibt's nur in Erzählung. Oh, jetzt habe ich aber einen Fisch. Langsam geht es durch den Abend. Jetzt Anfang August ist es zwar rund um die Uhr noch einigermaßen hell, einige Stündchen dämmert es dann aber doch recht stark. So, wir haben jetzt hier zufällig gesehen, wie die kleinen Seelachse oder die mittleren Seelachse sich die Sandaale gejagt haben. Die haben die an die Oberfläche hochgetrieben in großen Massen. Und wir haben auch gemerkt, wenn wir irgendwie kleinere Seelachse oder Dorsche gefangen haben, dass sie massenweise Sandaale ausgespuckt haben. Und ich hatte jetzt zufällig hier von Sikor noch ein Sandaal-Imitat in der Kiste. Und mit dem gab es jetzt Fisch auf Fisch. Also jetzt haben wir auf jeden Fall rausgefunden, was sie haben wollen. Und dann kriegen die das auch. Der Sandaal an sich hat hier offenbar kein einfaches Leben. Wahnsinn! Das kann ich noch nicht gesehen haben. Absoluter Wahnsinn, oder? Ich habe wohl mal so kleinere Schwärme gesehen, aber sowas, was hier abgeht. Über Wasser und unter Wasser ein absolutes Hauen und Stechen. Ja, ich habe mir jetzt den größten Gummifisch rangemacht, den ich in einem Hamburger Laden, Angelladen natürlich, finden konnte. Und nach ungefähr 10 Sekunden hatte ich da einen Biss drauf. Ja, und jetzt seht ihr ja, bin ich jetzt mal beschäftigt. Die nächsten 5 Minuten. Man sieht hier immer schön, bei jedem großen Kopfstoß geht einmal kurz die Bremse los.
ein sicheres Zeichen dafür, dass das ein Dorsch sein müsste. Das ist halt das Gute daran, wenn man eine schöne weiche Rute hat und eine gute Rolle, dann kriegt man auch so eine schöne Dorsche wie den da. Ja. Oh, ist der fett. Der hat einen dickeren Bauch als ich. Und das ist nicht einfach. Ja. Auf einen fast 40 cm großen Gummifisch. Petri. Petri, danke. Mit diesem Fisch geht unser erster Angeltag zu Ende. Dass kein Heilbutt dabei war, bei den großartigen Erlebnissen heute und der tollen Angelei, absolut zweitrangig. Am nächsten Tag ein kleiner Rundgang durchs Dörfchen. Gerade mal 50 bis 80 Menschen leben hier, je nach Jahreszeit, viele vom Fischfang. Und natürlich gibt es hier auch einen kleinen Supermarkt, in dem ihr euch versorgen könnt. Aber schnell zurück aufs Wasser. Geil! Ja, wie geil! Ist das cool! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. In jedem anderen Revier würde ich gar nicht rausfahren. Wir haben heute 12 Meter pro Sekunde. Und ja, der Kollege will nicht gerade hochkommen. Und in jedem anderen Revier wäre Angeln fast gar nicht möglich. Und wir haben uns hier so eine lauschige Bucht rausgesucht. Sind hier rausgefahren. Wir haben den Gummifisch runtergelassen. Das war wirklich. Das war wirklich das erste Ablassen. Ich habe 2-3 Meter reingekurbelt und dann ist er reingehämmert. Also echt super. Unser Plan geht auf. Ja, da ist er. Der Fisch hängt knapp, aber er hängt und bei der Landung geht alles gut. Ja, jawohl. Sauber. Da ist er. Echt großartig, Patrick. Ja, da freue ich mich richtig drüber. Das hat er zwischen 8 und 10 Kilo, schätze ich immer. Geiler Fisch. Gebissen hat er in gut 20 Meter Wassertiefe und dahin geht er auch zurück. Ja, sauber. Kurz danach geht's direkt weiter. Ja, ich denke mal, das ist der nächste und zwar ziemlich genau 2 Minuten später, würde ich mal sagen, wenn überhaupt. Runtergelassen, leicht gedriftet, leicht eingekurbelt und da saß er. Was für eine geile Stelle. Da kommt er. Oh, wie geil. Kleiner. Jo, der ist deutlich kleiner, aber ist ein Boot, hä? In was für einer Frequenz, ne? Wahnsinn. 2 Minuten später. Zwei Minuten später. Also echt eine absolute Traumecke hier. Und das bei den ja eigentlich echt schlechten Bedingungen heute. Klasse. Weiter geht's, würde ich sagen, hä? Jo, Petri. Petri, dank. Wobei wir doppeltes Glück haben. Das Wetter beruhigt sich nach und nach, der Regen hört auf, der Wind geht runter und selbstverständlich bleiben wir erstmal noch in dieser fantastischen Bucht. Ja! Ja. Das ist ein Heilbutt. Sauber! Jawohl! Und er geht und geht und geht. Ihr habt doch gesagt, hier stehen sie. Ja, ich bin jetzt das erste Mal in Nordnorwegen. Während Patrick und Holger hier mir einen vorgefangen haben, haben wir die gleiche Strömungskarte nochmal angefahren. Kurz runtergelassen, kurz angehoben und BAM! Der ging erstmal ungefähr so 30, 40 Meter. Und ja, jetzt
hat er die Kraft ein bisschen verloren. Und ich pumpe den ein bisschen ran hier. Der macht aber noch Alarm. Das ist der absolute Hammer. Ich glaube, der liegt auf dem Grund einfach. Ne, jetzt bewegt er sich. Jetzt bewegt er sich ganz langsam nach oben. Das ist ein Koffer. Das möchte ich mal sehen, wie wir den ins Boot kriegen. Das ist so ein Adrenalin, ne? Ich zitter hier meine Hände. So, der ist eben wieder bis zum Grund bei der Flucht und hat sich da einfach hingelegt. Dann endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, ist es soweit. Das ist ein Uhu, das habe ich noch nie gesehen. Den 30 cm langen Gummifisch als Maß genommen, schätzen wir den Butt spontan auf 1,40 bis 1,50, um die 40 kg schwer. An Bord ist alles bereit zur Landung. Nein! Dann passiert's. Nein! Der Haken saß nicht richtig, der Butt steigt aus. That's life. Ich kann nur Scheiße sagen. Es tut mir leid. Der war ganz vorne an der Lippe gehakt. Ich habe den beim ersten nicht reingekriegt, den Landehaken. Und ja, jetzt müssen wir es weiter probieren. Machen wir natürlich. Extrem ärgerlich, aber passiert. Und wann erlebt man schon mal so eine Heilbuttbeißerei? Leider ist die heiße Phase allerdings vorbei. Deshalb ein Blick in die Köderkiste. Das hier ist der absolute Abräumer dieser Tour. Zwei der Fische haben wir auf diesen gefangen und ich hatte zahlreiche Kontakte. Man kann das ganz gut sehen, wo der Heilbutt hier öfter reingebissen hat. Die kommen halt von hinten, beißen so einen Schwanz rein und greifen über. Deswegen wurde hier von Roy Polinski der Stinger ganz clever positioniert. Der Clou an dem Fisch ist, der Mann hat es verbessert, in diesem Gummifisch ist hier ein sehr starker Magnet. Das bedeutet, wenn wir einen Fehlbiss bekommen und der Haken sich gelöst hat, gebe ich ein bisschen Zug am Fisch nach oben und der Magnet sammelt den Stinger unter Wasser wieder ein. Das bedeutet, ich muss den Fisch jetzt nicht unnötig nach oben holen und wieder runterlassen. Ich kann einfach unten entspannt weiterfischen. Vorher war das Ganze auch sehr innovativ mit so einem Poppen gelöst, der hier in den Fisch eingearbeitet wurde und so wurde der fixiert. Aber wie gesagt, wenn man Fehlbiss hatte und sicher gehen wollte, dass man den nächsten Fisch wieder erwischt, musste man den Fisch nach oben holen und kontrollieren. Damit ist unsere Zeit auf dem Tanafjord vorbei. Einen Plan haben wir allerdings noch, nur um es mal gemacht zu haben. Schnell noch einen kleinen Abstecher an einen der unzähligen Seen der Region. Dieser hier liegt direkt um die Ecke und auch dieser See hat einen tollen Saiblingbestand. Allerdings gefällt es hier heute Abend auch den Mücken besonders gut. Deshalb schnell wieder weg. Was bleibt, sind großartige Erinnerungen an eine leider viel zu kurze Zeit ins Kjörnes.